ja, liebe Leute, heute geht's für den kleinen Stadtstreicher back to the roots. Nämlich in den Bezirk, in dem ich im allgemeinen Krankenhaus im Alten noch zur Welt gekommen bin und b die ersten paar Jahre meiner Kindheit verlebt habe. Und zwar, ihr habt es schon erraten, der 9. Bezirk, der Alsergrund. Und in diesem 9. Bezirk gibt es neben dem allgemeinen Krankenhaus oder dem Franz-Josefs-Bahnhof oder der Müllverbrennungsanlage Spittelau auch Schuberts Geburtshaus. Ja, und wenn man vom ältesten Bauwerk der Ringstraße, wenn man so sehen will, auch beide Türme ohne Gerüst sehen will, dann muss man bei der Votivkirche seitwärts stehen. Und dieser Herr ist jetzt kein römischer Gladiator, wie man angesichts der Optik fast meinen könnte, sondern Antonius von Padua neben der Votivkirche. Im Sigmund Freud Park am Rooseveltplatz steht dieser sogenannte Pan-Tisch. Und zwar, das Pan heißt Partner aller Nationen. Und gleich dahinter befindet sich diese merkwürdige Skulptur. Benannt ist der Park vor der Votivkirche nach dem großen Psychoanalytiker Sigmund Freud. Drei musizierende Damen, welcher Komponist könnte das sein? Wir lösen auf, nein, nicht Franz Schubert und das Dreimädelhaus, sondern Antonio Vivaldi, der begnadete italienische Barockkomponist, den man allerdings eher mit vier Jahreszeiten natürlich in Verbindung bringt. Am Schwarzspanierhof in der Nalogo Schwarzspanierstraße 15 ist einerseits natürlich dieses geschmückte Portal bemerkenswert, andererseits die Tatsache, dass es sich um Beethovens Sterbehaus handelt. Und diese markante Front gehört zur Schwarzspanier Kirche. Ja, willkommen im alten AKH Wien, in dem Fall mit dem Denkmal des Arztes Dr. Theodor Billroth. Bei diesem Zierbrunnen mit Taube dürfen meine der lateinischen Zahlen mächtigen Zuseher gerne die Jahreszahlen ziffern, in der dieser Brunnen errichtet wurde. Schon geraten, hier ist die Auflösung, 1875. Ob dieser Herr grünen Hintergrund hatte? Ich glaube eher nicht. Er war nämlich Kaiser Josef II. Von Österreich und als solcher der Sohn Maria Theresias. Und wie man sieht, war das hier früher tatsächlich ein medizinisches Gebäude. Kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Welchen Beruf hatte wohl dieser Herr, wenn er im Hof des alten AKHs steht? Er war natürlich Arzt. Und auch Meister Eichkatz ist auf Tour. Sucht wohl die irgendwann vergrabenen Nüsse. Vor ziemlich genau 100 Jahren, am 1. Jänner 1923, nahm die neue österreichische Nationalbank ihren Betrieb auf. Und aus diesem Grund bekamen sie auch eine neue Zentrale. Erbaut wurde dieses neue Zentralgebäude der Nationalbank von den Architekten Rudolf Eisler und Ferdinand Glaser. Und am Frankplatz vor der Nationalbank passiert
sogenannte Geschichtsaufarbeitung in Form von Gedenkstätten. Ob sie allerdings wirklich wirksam ist und eine Wiederholung durch politische Regierungen oder Parteien wirklich verhindert? Tja, und falls Dr. Sigmund Freud aus der Türe dieses Hauses irgendwann mal mit einer Ledercouch am Rücken gegangen sein sollte, was glaubt ihr, hat er dann wohl gemacht? Natürlich Hausbesuche. Und der hier die Richtung anzugeben scheint, ist ein Kollege des geschätzten Dr. Sigmund Freud, Erwin Ringel. Und auch die Rossauer Kaserne gehört zum 9. Bezirk dazu. Sie ist übrigens eine der größten Polizeikasernen Österreichs. Diese Statue der Maria Immaculata in der Servitengasse weist schon hin auf die Servitenkirche samt zugehörigen Kloster. Anstelle der heute hier stehenden Schule befand sich früher die Schule, in der Franz Schubert seinen Vater als Schulmeister unterstützte. Ob sie eine der drei Mädeln war, ihr wisst schon, wissen wir nicht. Auf jeden Fall beziert sie den Franz Schubert Brunnen in der Lichtensteinstraße, Ecke Alserbachstraße. Und hier haben wir ihn, na zumindest als Denkmal, den Schubert Franzl, gegenüber der Lichtenthaler Pfarrkirche. Also wenn es stimmt, dass es Einhörner nur im Märchen gibt, dann erlebe ich soeben ein solches. Ein fröhliches Mosaik am Haus Lichtensteinstraße 120, ein Gemeindebau. Und was dieses Relief des Herrn Fronius an der Lichtensteinstraße 131 bedeutet, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Vicky und die starken Männer mitnichten, nur starke Atlanten und Choren, so nennt man diese tragenden Figuren aus der griechischen Mythologie, an der Lichtensteinstraße 22. An der Lichtensteinstraße 21 finden wir diese beiden Reliefs an der Hausmauer. Im Arne-Carlsson-Park an der Währinger Straße finden wir zunächst dieses Denkmal von Elsa Brandström, die sich für Kriegsgefangene sehr eingesetzt hat. Und dann dieses Denkmal von Guido Holzknecht, einem Röntgenologen. Diese Figurengruppe krönt das Dach der Medizinischen Universität in der Spitalgasse 23. Ja, und was es früher bedeutete, wenn man in den runden Turm kam, das möge sich der liebwerte Betrachter vielleicht mal selber herausfinden. Was sucht dieser junge Mann auf einem Denkmal? Keine Ahnung, aber das Denkmal gehört Auer von Welsbach, einem Chemiker und Physiker. Ja, hier noch zwei Choren am Hause Strudelhofgasse 19.
Und dieses Haus befindet sich bei der Strudelhofstiege, die von oben wenig spektakulär so aussieht, aber von unten einen gewaltigen Anblick bietet. Auf jeden Fall ist sie inklusive dieses Fischmaules eine der berühmtesten Jugendstilanlagen der Stadt. Im Garten des Gartenpalais Liechtenstein finden wir einiges. Zum Beispiel Ziervasen, Statuen, eine Brunnennymphe, und sogar ein Denkmal des genialen Renaissance-Künstlers Raphael. Vor dem Josephinum in der Währinger Straße 25 steht der Hygieia-Brunnen. Hygieia, eine griechische Göttin. Und bei der abendlich erleuchteten Volksoper endet der Streifzug des kleinen Stadtstreichers durch den 9. Bezirk.